Karin Müller! Karin Müller! Ciao! Was machst du in Zürich? Ich komme gerade von meinem Zuhause in Zürich. Ich habe zwei Zuhause. Eins ist in Asch, Kanton Basel-Land. Kennst du das? Du weißt ja, ich war in Basel mit meinem Huisu-Engagement. Oder sonst eigentlich nicht. Okay. Also muss man sich eigentlich anschauen? Ja, ich glaube, wir tun das mal. Oder? Mal schauen. Ich weiss gar nicht, ob das so ästhetisch ist, aber... Wahnsinnig, die Technik. Schönes Auto. Eben von meiner Wohnung im Kreis 3 und sonst bin ich ja in Asterheim. Aber du hast ja, wo du bei Radio 24 warst, oder? Ja. Hast du fix in Zürich gewohnt? Oder? Ja. Übrigens weißt du das auch, dass seit du weg bist von Radio 24, ist Radio 24 nicht mehr Nummer 1? Ja. Wieso das? Was machen wir jetzt? Was hast du gemacht? Beziehungsweise, was hast du nicht gemacht? Was hast du sehr gut gemacht? Das ist ganz, also weißt, das ist einfach, Medien sind unter Druck. Gell? Also, ja, das ist ganz, ganz schwierig. Und du musst einfach ganz ein klares Profil haben. Wenn du einmal weggehst, dann nachher, ist es schwierig, das wieder zu korrigieren. Also ich drücke den Kollegen, ich habe immer noch ein riesen Herz für Radio 24. Ich drücke den Kollegen echt um. Dein Herz ist ja so gross, dass du ja damals bei deinem Engagement beim Tele Basel gesagt hast, Tele Basel, das ist Ziri. Zum Glück habe ich einen baseldeutschen Dialekt. Also aber das ist auch ein super Statement eigentlich, oder? Ja, es war der alte Claim von Radio 24. Ja. Radio 24, das ist Zürich, oder? Wo ich jede 10 Minuten oder, haben wir das am Sender gehabt. Und ich habe gedacht, ich habe gesehen, Tele Basel, das ist Basel. Ich habe es gesehen, aber unten rausgekommen ist, Tele Basel, das ist Zürich. Aber gibst du noch Support Radio 24? Ich habe noch Kontakt mit meinen ehemaligen Kollegen. Und, du, da hat dich, glaube ich, gerade jemand erkannt, hast du gesehen? Ist das... Es ist einer vorbeigefahren, der dich angemustert hat. Sie noch ein Motto, ein Promi, ein Basler Promi. Bin mir nicht sicher. Das ist nur gewesen. Auf jeden Fall, ja. Du musst einfach nicht gerade die Kamera geben, sonst musst du weiter uns noch Werberecht zahlen. Ja, aber auf jeden Fall. Du, wie läuft es bei dir, bei Tele Basel? Ich war letztens drauf, es ist alles neu, es ist alles geil, es ist alles super. Ja, lese. Wirklich. Lese ich sehe Kitchen. Wie heisst das? Kitchen Stars. Kitchen Stars. Ich sehe Glam. Innovative Gefäße. Super gut. Hast du das gemacht? Wir haben das alle miteinander gemacht. Das ist eine Stiftung. Wir sind eine Stiftung. Mhm. Das ist breit abgestützt in der Bevölkerung. Wir haben eine Delegation. Das ist ein Ausschuss von dieser Stiftung. Das ist wahnsinnig unsexy und kompliziert. So, aber ich will dir wirklich sagen, das war eine Zusammenarbeit von ganz vielen. Die haben ja, Tele Basel hat ja im 2013 gesagt, wir wollen eine Multi-Channel-Strategie, wir wollen modern werden. Multi-Channel-Strategie. Ja, also wir wollen online sein und Fernsehen sein. Dort ist unsere Zukunft. Und haben dann angefangen mit diesen ganzen Neuerungen. Und ich bin dazu gekommen, November 2014. Und habe dann mit den Sendungen nachher angefangen zu arbeiten, vor allem. Und natürlich bei dem doppelte Beine, oder? Wir haben jetzt zwei Beine am Boden, online, das Webportal und das Fernsehportal. Also sind sie zufrieden mit dir? Wer jetzt? Sie? Tele Basel? Also die Leute dahinter? Auf jeden Fall. Weil ich habe ja viel gehört, die gesagt haben, sie haben dich supportet. Ich meine, dass du umstritten bist in der Schweiz, das wissen wir, oder? Also, du polarisierst, du hast einen eigenen Stil, das du bist Baslerin. Wie hat jemand gesagt, du gehst die treffen, die aussehen, als hätte sie gerade in eine Steckdose gelangt. Ich habe Mühe gegeben, dass es heute so aussieht. Machst du das eigentlich extra, deine Haare so? Die sind immer so. Also, du musst dir vorstellen, als Mädchen bin ich ein dünnes, hochgeschossenes Ding war. Ein Spargel. Mit wilden Haaren und einer viel zu tiefen Stimme. Und alle haben gesagt, stimmt, du hast eine tiefe Stimme. Viel zu tiefe Stimme. Und da habe ich noch gar nichts gewusst von irgendwelchen Sachen, die Stimme unter Umständen könnte vertiefen. Aber das ist immer so. Wie kann man eine Stimme vertiefen? Ja, wenig schlafen. Wenig schlafen, ja, viel rauchen, viel saufen. Was gibt es noch alles? Also wirklich, wenn man wenig schläft, klar. Du, ich habe eigentlich die letzten paar Tage viel geschlafen. Habe ich jetzt eher eine höhere oder eine tiefe Stimme? Also du hast ja für einen Mann eher eine höhere Stimme. Aber eine sonore? Also das wäre eigentlich für dich ideal. Du könntest jetzt News machen. Okay. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ja. Heute haben wir bedeckter Himmel. Etwas düppig, aber es kommt schön. Genau. Es wird ganz bestimmt noch viel besser.
Das ist Zürich. Wo fühlst du dich eigentlich zu Hause? In Zürich oder in Basel? In beiden Orten. Also, das hatte ich immer schon. Ich komme jetzt. Aber jetzt muss ich sagen, ich bin 99,9% in Basel. Oder? Das sind ab und zu Ausflüge hierhin. Vielleicht irgendwann tue ich das ganz abbrechen, das weiss ich noch nicht. Bist du jetzt beruflich oder privat jetzt in Zürich? Jetzt bin ich privat hier. Ich habe meine Familie hier, die deutsche Familie. Mhm. Also meine Freundin ist hier mit ihrer Tochter. Mhm. Und ihren Eltern, die kommen aus Dresden. Ich habe einen kurzen Abstecher nach Deutschland. Eben, aber wie war das eigentlich? Du in Ostdeutschland? Ja. Am Arsch von Deutschland. Oder? Aber Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Die ist am neu aufgebaut worden. Das gibt es neu in München, sag ich dir. Ja, Was hast du denn eigentlich gemacht? Ich war Programmdirektorin über 7 Radiostationen. 7 Radiostationen? Ja. Das sind alles in Deutschland. Hast du auch etwas verdient dort? Dann kommt man irgendwie, glaub, netto irgendwie auf 2'500 Euro. Gell? Und dann ist man glaub, schon größer. Das ist ja nicht so viel. Gell? Also, ich nehme noch einen Schluck Wasser. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So, wo fahren wir eigentlich durch? Ja, zu dir. Du hast ja gesagt, wir sollen dich im Ding, im Kino, eine Kalkbreite ausladen, oder? Ich hoffe, unser Fahrer findet den Weg, oder? Aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich noch angenehm, auf dem Rücksitz sitzen, eine alte Kollegin zu treffen, mhm, ein bisschen schnattern. Musst du dir vorstellen, ich müsste jetzt selber fahren. Ich habe mich von Aufregung schon 3 Mal verfahren. Wäre das wahrscheinlich noch irgendwie so in einen Blitzkasten reingekommen. Aber es ist lässig, ich muss immer ein bisschen schauen, wer da so rumdüst. Ja, du Tele Basel, ich habe dir schnell eine Frage. Was sind eigentlich so die nächsten Neuerungen? Weil ich meine, im Prinzip haben wir ja, sorry, wenn du das Tele Zürich anschaust, finde ich im Moment das Tele Basel sehr attraktiv, sehr modern. Und sehr, sagen wir es mal, fortschrittlich, oder? Ja, ist wirklich wahr. Hat ein Tele Zürich zum Beispiel schon angefragt? Ja, Frau Müller, Karin Müller, könntest du nicht etwas bei uns bewirken dadurch? Also hast du jetzt dadurch eine Anfrage? Nein, das macht der Gili schon gut. Ja, sicher macht es der Gili gut. Der Gili macht einen super Job. Ich sage jetzt einfach, weißt du, zum Teil von den Gefäßen, vom Layout etc. Du weißt ja, Stillstand ist ja immer ein bisschen Rückschritt langfristig. Ja. Und dort bei Tele Basel hat ja zum Teil Seite schon ein bisschen poppelig ausgesehen. Ich war ein paar Mal selber dort gewesen. Aber jetzt ist es wirklich so ein richtig knackiger Sender. Ja, also wir haben immer noch viel zu tun. Also, ja, weißt, du hast gesagt, wir haben alles verändert. Und das ist ja, die Fernseher ist gewohnt. Und wir haben natürlich mit den Gewohnten, wir haben jede Gewohnheit weggenommen. Und jetzt müssen wir schauen, sind wir zum Teil zu radikal gewesen. Also das sind die nächsten Themen. Wie gestalten wir die Newsstrecke gestalten? Ist das so richtig? Müssen wir mehr Regionales drin haben? Wir haben jetzt zum Teil auch Schweiz international. Stimmt das? Passt das zu Telebar? Also da haben wir noch jenste Sachen. Wir sind überhaupt noch nicht dort, wo wir sein wollen. Und zusätzlich kommen immer neue Sendungen. Moderierst du selber auch? Ich habe Talks. Ja. Talks? Gefällst du dir eigentlich am Fernsehen? Nach einem bestimmten Alter, glaube ich, schaut man nicht mehr. Oder es geht dann nicht mehr um Schönheit. Ich habe ganz viele junge, wunderschöne, aber gefällst du dir oder gefällst du dir nicht? Ich glaube, also bist du ein Narzisst oder lache, nicht? Ich sollte lachen. Also lachen mal. Dann hört Fidi, es gibt gute Momente. Ja, du schaust manchmal schon sehr ernst rein und dann schaust du mal mit drin so nach dem Motto, Jesus Gott, jetzt fängt Frau Müller gerade an heulen. Aber das stimmt. Wenn du lachst, dann kommt es gut. Gut. Sehr gut. Man kann nicht immer lachen. Aber wenn fliegst du eigentlich ab? Nein, am Montag Morgen um 9 Uhr. Also hätte man dich gar schon im Flughafen bringen. Ich war am Flughafen. Aber jetzt bist du ja vorher im Ding, im Radio. Und jetzt bist du beim Fernsehen. Ja. Was ist der Hauptunterschied? Was ist das Schlimmste, was ist das Beste, was ist das Schwierigste? Der Hauptunterschied ist, wir müssen jedes Medienhaus muss eine Antwort finden auf den digitalen Overload. Das ist das Schlimmste. Genau, das, was wir jetzt machen, oder? Das ist bereits schon mal eine Antwort auf das finde ich auch lässig. Du erfindest wieder etwas Neues. Du hast HSU gehabt, jetzt kommst du mit Promi-Tipps, Promi-Drive. Promi-Drive? Ja, also das ist alles neu. Also das ist absolut. Darum bist du auch ein bisschen aufgeregt, aber ich finde das herzig. Du als Medienprofi. Nein, also ich finde es jetzt prickelnd. Ja, absolut. Ich weiss natürlich, wir müssen dressieren, oder? Also, weil du hast ja nachher auch noch andere in der Welt. Oder? Genau, ja. So. Wo ich auch noch gerne kennenlerne. Ja. Aber ich sage dir dann noch, wenn es ausgestrahlt wird. Ja, wenn wird es ausgestrahlt? Ja, ab dem 15. August.
Also, wir machen es einfach das erste Mal jeden Montag, ja, oder? Ja. Im Wochenrhythmus, muss man schauen, wie es ankommt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe einfach gehört, in Zürich oder im Grossraum Zürich und auch in der deutschen Schweiz ist das echt das Bedürfnis, oder? Und mal schauen, wie das kommt. Ja, aber ich habe das Gefühl, weißt du, bewegte Bilder, wenn du gerade auf Facebook gehst, all das, was sich bewegt, das wird gerade sofort geliked und wird angeschaut. Oder? Mhm. Und ich denke, das machen wir jetzt auch mal, oder? Und wir haben ja in der Deutschschweiz haben wir ja viele attraktive, interessante, Prominente. Mhm. Man sagt ja Prominente. Aber wenn gerade du, der ja aus dem Medienhaus Basel jetzt kommst, hast du sicher viel zu erzählen, oder? Und weißt auch viel. Und aber du, eben deine nächsten Schritte noch bei Tele Basel? Also es gibt Kultursendung, das ist mal wichtig. Und wir übertragen das Feuerwerk, das ist wichtig für Basel. Und wir haben Tattoo-Parade. Am 31. Basel hat am oben vor dem 1. August ist das Feuerwerk. Wunderschönes Feuerwerk. Mhm. Und vorne und hinten vom Feuerwerk machen wir Tattoo-Parade. Das ist auch das ist sehr baselisch mit Ton. Ja, genau. Und so. Und dann hat eben Kultursendung, habe ich schon gesagt. Dann haben wir eine neue Jugendsendung am Start. Das ist auch wichtig. So eine, also wirklich, wo unter 20-Jährige zum Teil Fernsehen machen, total wild. Und mehr kann ich im Moment nicht verraten, aber wir sind eigentlich stetig dran, das Ding zu bespielen. Und du, ich sind, glaube ich, da. Entschuldigung, positive Art, gell? Danke vielmals. Und dass du mich hier abladest, ja, vor dem Dönerstand. Du, sag mal, ist es einer? Ah ja, Fiosk, wo ist der Dönerstand? Da, aber kannst du jetzt einen Döner reinziehen? Nein. Jetzt kann ich trainieren. Jetzt gibt es einen Proteinshake. Also, Herr Fahrer, wir können hier halten. Schau mal, jetzt haltet ihr gerade da. Das ist gut. Sehr gut. Also, Karin Müller, ganz herzlichen Dank, gell? Und auf bald, und du hörst von mir, sag ich ja. Habe ich Leute bestimmt? Macht nichts, sieht interessant aus.